Hallo Freunde der Spiegelton, willkommen zurück bei Rome 2. Nicht spartanische Kampagne, ich will es immer wieder sagen, weil ich schon gewohnt bin, sondern wir sind im Add-on von, ja, Rome 2, Caesar in Gallien und sind aber mit unserem Barbarenstamm gerade dabei, hier Germania Inferio zu erobern. Wobei ich sagen muss, zwei Runden wird es dauern, wir sind etwas im Vorteil. Ich bleibe einfach in der Umstellung, auch wenn mich die Belagerung ein paar Einheiten kostet. Aber es muss gerade sein, denn mit etwas Glück wird er mich nicht angreifen. Wir müssen auch nachher die Bogenschützen wegpfeffern, weil die einfach mehr Kohle kosten als die normalen Truppen. Ah, sehr schön. Mein Agent ist wieder da. Sehr schön, wir haben ihn vergiftet. So. Und wenn die Runde vorbei ist, nehmen wir die Stadt ohne weiteren Kampf ein. Verdammt. Und warum ist der jetzt wieder stärker ausgelegt? Die waren gerade, als ich in der Gefechtsstellung war, waren die niedriger eingestuft. Egal, wir kriegen das schon hin. 1100, 1300 gegen 1100 und 800. Große Armee steuern. Wird schon laufen irgendwie. Garnisonsarmee, Iburonen, die rollende Menhiri. Meine Truppen sind natürlich auch doof angeschlagen. Aber kein Ding, ich mach das, kein Problem. Der Doc befreit. Ich vereine die gallischen Stämme durch Macht. Ausübung. So. Meine Truppen kommen von hinten, die weiteren. Wir werden dann eh wahrscheinlich erstmal auf die warten. Weil ich habe hier nicht viele Angriffstruppen drin. Ja, wir legen die Reiter mal hier hinten rein, die sind eh so angeschlagen. So wie alles eigentlich hier angeschlagen ist. So, das ist Truppe 2. Die dürfen alle feuern. Problem ist nur, die können diesmal keine Flammenpfeile benutzen. Ich habe sie eh in letzter Zeit nicht benutzt. Schildwall, schöne Geschichte, kann ich aber zurzeit auch nicht. Was kann er? Raserei, Kopfgeldjagd. Nahkampfangriff, Moral. Raserei. Ach ja, das war das eine. Motivieren. Na gut, starten wir das Gefecht. Macht euch bereit, Männer. Dieser Feind ist gerissen. Oh, sie greifen sogar sofort an. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. So, ich ziehe mal in den Wald zurück. Das wird eine bessere Position sein insgesamt. So. Jetzt mal eben ausrichten zum Feind. Das sollte so sein. So, dann können wir die nach da hinten setzen. Dann haben wir hier einen Haufen Truppen. Haha. Die können wir erstmal hier in die Richtung schicken. Da muss ich die eh erst mal vernünftig verteilen. Sehr schön. Greift er weiter an oder bleibt er einfach stehen? Ach, Kacke. Ich glaube, die warten auch auf ihre Verstärkungstruppen an den Ecken. Also meine Reißerei steht erstmal. Aber eine ganze Menge Leute.
So, die können wir da reinsetzen. Dann haben wir hier noch einen General, und zwar meinen besseren General. Den können wir in Truppe 4 mit reinsetzen. So, und dann haben wir noch hier unsere weiteren Bogen. Die setzen wir mal auf 5. Und dann setzen wir die hier auch vorne noch hin. Beziehungsweise Fernkampfeinheiten. Keltische Steinschleuderer, sie greifen an. Ne, jetzt verbinden sie sich erstmal mit der anderen Armee. Ach, verdammt. Obwohl, wenn die so weit vorne sind, kann ich die auch mit den Reitern angreifen. Ich habe zwar nicht mehr viele Reiter, aber die kriegen die ja wohl noch platt. So. Und wieder weg mit euch. Vor mir auf dem Schlachtfeld habe ich auch ausgeglichener. Jetzt muss ich den schon wieder ausrichten zu denen. Wie stehen die denn diesmal? So, okay. Machen wir das so. So, innen rein. Gucken wir mal. Können wir die auch noch ein bisschen rüberziehen? Adelskämpfer, keltische Jugendliche. Ja, ich kann nicht 120 Adelskämpfer angreifen. Setzen wir mal auf Schild, weil... Da kommen sie. Oh, Mann, Mann, Mann. Das wird nicht sie auflaufen zu lassen, glaube ich. So, schnelles Nachladen an. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Schmeißt sie platt. Unser General wird angegriffen. Ach, bei welchen ist noch? Schießt. Hör, warum kann ich die nicht zurückziehen? Kommen alle zurück. Im
Männer wanken. Sperrkämpfer! Jugendliche! So, dann gehen wir mal in die Seiten rein. Jugendliche! Männer wanken! Welche? Ach, die Gegner, gut. Oh, sehr gut. Die verlieren die Moral. Wir sind Gallien! Schießt! So, auf die Stammeskrieger. Gut, sie ziehen sich zurück. Wir stechen ihnen mit den Steinschwertern. Ab da an die Seite rein. So, jetzt aufbrechen und alle zum Angriff über. Männer wanken. Jugendliche! Schießt auf sie! Fugiert! Langbogenjäger! Komm, bereit! Von der anderen Seite daran. Euch ziehen wir auch vor. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Ich weiß, dass ich siege. Eidgeschworene Krieger! Freie Männer! Gelten! Befehle! Unser General ist gefallen! Das ist schlecht. Bewaffnete Krieger! Gelten! Zielen! Wir töten welcher sie vor allem? Alle. Ach, ist doch egal jetzt gerade. Sieg für Gallien! Mächtige Krieger Galliens! Kampfbereit! Kriegerbereit! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Ja, so ein paar. Das ist ein schändlicher Angriff. So ein bisschen Frust ist immer, vor allem wenn die gerade gegen Alex-Kämpfer kämpfen hier vorne. So, ihr geht mal hinten in den rein. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, aber die haben auch kaum noch Männer. So, noch schnell mit der Reiterei ein bisschen rumhantieren. Die Männer wanken. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ha! Seine Männer aber auch. So, jetzt töten wir noch ein paar. Wenn wir schon dabei sind. Das wird es gerade nicht einfach, noch irgendwen zu verfolgen. Sehr gut. Ja, muss die Kavallerie jetzt ein bisschen mit rummachen hier. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Weil die anderen kriegen das ja eh gerade nicht gebacken. Oh, die Grenze. Noch mehr Gegner. Wir laufen alle. Ich wollte zu meiner Mutter. Da, sie wollen durch den Wald fliehen. Der Sherwood Forest. Naja. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. So, das soll es eigentlich gewesen sein. Vielmehr können ja nicht hier rumlungern. Sieg! Nicht für Sparta, aber für Nervia.
Oh, und wir haben viele umgebracht. Obwohl wir auch viele verloren haben. Aber Hauptsache, wir haben die Stadt erstmal eingenommen. Was gehört ja mit zu meinen ersten Aufträgen. Und was ist das jetzt? Ach so. Er hat überlebt. Ne, ich habe doch die Generäle alle getötet. Trotzdem bleibt er stehen. Und warum habe ich die Gefangenen freigelassen? Na egal. Ah, doch übererobert. Fraktion niedergetrampelt. Und die Provinz gehört uns. Wir können direkt mal eine einen Erlass machen. Plus 4 Nahrung. So, dann lösen wir mal die Truppen auf. Und rekrutieren mal neu. Was ist neu? Nackte Speerkämpfer. Keltische Krieger. Die sind gar nicht mal schlecht, keltische Krieger. Jetzt habe ich in beiden eine Bronzewerkstatt. Kann ja eine schon wieder abreißen. Ach, so ein Reich aufzubauen dauert immer seine Zeit. So, Forschung abgeschlossen. Was haben wir hier? Ein Händler aus einem fernen Land ist gekommen. Er versucht, sein seltsames glänzendes Metall unter eurem Volk zu verkaufen. Ich nehme den Gegenstand mal an. Er ist bestimmt vergiftet. Hundert Wohlstand. Handwerksunterkünfte. Hahaha. Ha, ha. Das ist doch bestimmt wieder... Ach so, dann kann ich den umwandeln in einen Schmied und sowas. Bronzewerkstatt. Erhöht Erfahrung. Eine Einheit. Plus 5 Wohlstand aus Quellen. Schmied, Waffen und Stufe 1, plus 5 Nahkampf, plus 5 Wohlstand durch Viehhaltung. Was haben wir hier? Geschossschaden von Rekruten. Erstmal gehen wir bei der Forschung mal rein. Gucken, was wir hier noch machen können. Was hatten wir hier? Rekrutierungskosten für Söldner ist uninteressant. Plus 5% Armeeverstärkung dauert schon 6 Runden. Ich bitte euch, warum dauert das denn jetzt so lange plötzlich? Diplomatie mit keltischen Völkern verbessern. Plus 2 öffentliche Ordnung für alle Provinzen. So, die bauen auch mal keltische Krieger. Na? Na? So, dann haben wir noch 1400. Da können wir ihn erweitern auf... Was ist das? Versammlungshalle. Mehr Moral der Einheiten, die ich rekrutiere. Ist auch nicht verkehrt. Aua. Fraktion vernichtet. Quartiersmeister. Ja, ist ja alles okay. Habe ich jetzt gar nichts gebaut gehabt hier. Ach, egal. Schwere Einheiten, Hain des Teutates. Es ist der Teutates. Und ich lese ihn auch noch falsch erstmal. Aber wir machen die Handwerkunterkünfte und gucken dann mal, was wir da gleich noch rauskriegen. So, was wird denn unser nächster Feind? Wir haben, glaube ich, sogar noch eine Diplomatie, der gegen uns ist, oder? Genau. Parisier. Die Karte ist echt nicht groß. Dann können wir ja schon mal unten an die Grenze gehen. So, haben wir noch Geld? Ja, wir haben ein bisschen Geld noch übrig. Die Plänker geben ein bisschen mehr.
Geschossschaden 39. Ich guck immer. Nahkampfangriff niedriger, keltische Jugendlichen sind irgendwie besser. Obwohl die Schüsse pro Minute mehr machen hier. Vor allem nackte Speerkämpfer. Gute Defensiveinheit, geringer Schaden, aber durchschnittlicher Rüstungsdurchschlag. Durchschnittlicher Angriff, normale Moral. Keltische Krieger. Durchschnittlicher Angriff, schwache Abwehr. Durchschnittlicher Schaden, aber geringer Rüstungsdurchschlag. Schlechte Moral. Dann holen wir uns nochmal einen nackten Speerkämpfer. Er ist nackt. Seriously? Ja, ich hätte meinen Agenten mal eben auch runterziehen können. Eindringling. Ich habe ganz vergessen, dass ich hier unten ja auch noch eine Provinz habe. Minus 4 Nahrung. 1600 habe ich gerade nicht. Machen wir nächstes Mal also. Ausbauen kann ich den auch noch nicht. Also bleibt das erstmal. So, Truppen rekrutieren. Gut. Wenn man Mut. Was hat er gesagt? Wer braucht Kleidung, wenn man mehr als genug Mut hat? So, nächste Runde sind die alle fertig. Wieder mit auffüllen, dann können wir nämlich die nächste Stadt angreifen. Ach, die mögen mich nur nicht. Gleiches Blut. Bringt mir das irgendwas eigentlich an Vorteilen? Ich heiße euch willkommen, würdiger Redner. An sich nicht, oder? Mein Volk kann so etwas nie. Sie mögen kein militärisches Bündnis. Ist wohlgesinnt, doch wir sind. Sie mögen kein Handelsabkommen. Ich bin sicher, eure waren. Ich glaube, gleiches Blut hat nur allgemeine Vorteile. Deshalb, wir werden mal Krieg erklären. Haben keine Verbündeten. Passt also. So, ziehen wir die vor und greifen mal die Stadt an, wo wir sogar recht mächtig sind. Werden aber erstmal die umstellen. Sommer, Ende April. Ich glaube, das kostet einfach 2000. Und jetzt, wenn die Runde vorbei ist, wird das abgezogen von meinem Geld. Ich glaube, so ist der Forschungsbaum zu verstehen an der Stelle. Okay. Ich verstehe nicht den Sinn dahinter. Aber man kann es ja mal versuchen. Die Razorbacks. Wie viel Total Warmacher dafür wohl bekommen haben, die so zu nennen im Spiel. Ich glaube, ich muss nur meine Reiterei losschicken, oder? Problem dabei ist, die werden ja ordentlich auf Fresse kriegen, trotzdem. Lust, der greift uns sogar wirklich an. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Alle vor. Weiter! Ich habe keine Ahnung, was das soll. Eingeschworene, begeistert. Jugendliche! Geschosse bereit!
So, dann feuert mal. Direkt zwei Tote. 10 Tote, 15 Tote, 20 Tote, 40 Tote, 60 Tote. Der feindliche General. Tja. Ich weiß gar nicht, wo die hinwollen. Komm, jetzt mach die noch. Mach die noch platt. Beim Teutates. Beim Teutates. Sie waren Idioten. Und er läuft mit dem Speer im Rücken rum. Da hat er sich wieder ausgeblendet. Vor allem, wie laufen die? Was ist das für eine Animation? Das macht keinen Sinn. Da sieht man mal, wie schwach die Steinschleuderer sind. Ins Auge. Egal. Nächstes Mal geht's weiter. Wenn's wieder heißt Let's Play DLC zu Rome 2 Caesar in Gallien. Bis zum nächsten Mal, euer Doc. Ciao.